Freuen Sie sich auf genussvolle Momente bei Marienhof. Mit der Sauce Hollandaise von Maggi Meisterklasse. Es wird viel passieren. Du kannst mir doch nicht mein Kind wegnehmen. Du kannst ihn uns nicht wegnehmen. Bruno braucht doch seinen Vater, Regina! Tanze! Bitte. Als seine Mutter muss ich ihn vor Menschen wie euch beschützen. Regina, das sind deine Wahnvorstellungen. Glaub, was du willst. Ihr wollt mir Bruno wegnehmen. Was bleibt mir anderes übrig? Aber das stimmt doch nicht. Wir haben auf das Kind aufgepasst, als du im Krankenhaus warst. Du bist komplett irre, Regina. Irre bist du! Bitte, bitte! Lass mich zu meinem Sohn. Nein. Du bist krank, Regina. Du bist richtig krank. Komm, lass uns gehen. Konstanze? Den Schlüssel. Misch dich nie wieder ein. Kein Grund, jetzt hier so abzugehen. Ach nein? Siehst doch mal so, du bist jetzt bei Jesse einen Schritt weiter, ohne wirklich was dafür gemacht zu haben. Wenn du jetzt erwartest, dass ich mich bei dir bedanke deswegen, dann hast du dich geirrt. Was zickst du denn jetzt hier so rum? Ich wiederhole, Jesse hat kein Problem mit deiner Diabetes und sie glaubt auch nicht, dass du ein Weichei bist. Du verstehst einfach nicht, worum es geht, ja? Worum geht es denn? Ich will nichts von ihr. Das wäre ja ganz was Neues. Du bist doch früher auch immer abgegangen, die Schmitzkatze, wenn du auf eine Frau gestanden bist. Und du stehst auf Jesse. Früher hänge ich auch noch nicht am Insulintropf. Was ändert das? Eine Menge. Ich muss den ganzen Tag mit diesem Scheißding rumlaufen. Klar, dass Jesse das okay findet. Man gibt sich ja tolerant. Na, hast du mal wieder eine super Ausrede. Ja, dann glotzt doch einfach weiter Fernsehen. Also, wenn ich Jesse sehe, werde ich jetzt sagen, mein Bruder kann sich mal wieder selbst nicht leiden. Guten Morgen, mein Engel. Morgen. Habt ihr auch so gut geschlafen, meine Grazien? Nö. Hier spricht das Frank Döppers Kummergastentelefon. Was ist Ihr Problem? Ich mache mir Sorgen um Regina. Ja, und mir geht es ziemlich auf den Keks, dass ich immer noch von Robby träumen muss. In beiden Fällen sollten Sie sich ablenken. Treten Sie einer Initiative bei, die Menschen Freude schenkt. Ein kleines Kino im Marienhof muss gerettet werden. Bitte helfen Sie jetzt. Toller Kummerkasten. Gleich das nächste Problem. Problem? Na hör mal. Kino ist Kulturgut. Entschuldige. Wie war deine Demo eigentlich? War sie erfolgreich? Das Kulturreferat ist an einer weiteren Subventionierung unseres Kinos nicht interessiert. Oh. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich werde da jetzt gleich mal vorbeigehen und diesen Sesselpups an den Marsch blasen. Hey, cool, Frank. Echt super. Ich geh sie wecken, ja? Wett war ein blauer Mann. Ja, warum denn nicht? Meinst du etwa, ich kusche vor denen, nur weil ich ein einfacher Handwerker bin? Ich habe mir überlegt, ich gehe dann doch nicht aus mit meinen Jungs vor der Hochzeit. Was? Warum denn nicht? Ich dachte, ich komme vielleicht doch lieber mit dir in dieses in dieses türkische Bad da. Ja, aber das geht nicht. Ich meine, Männer dürfen da nicht rein. Außerdem sind wir da alle nackt. Ja, eben. Ich meine, das wird bestimmt sehr lustig, vor allem, wenn ich meine Jungs dann doch mitbringe. Ja, du spinnst. Morgen. Morgen. Sülo, meinen zukünftigen Mann fehlt es eindeutig an sittlicher Reife. Wie siehst denn du das als Weddingplaner? Was? Guten Morgen. Schläfst du in letzter Zeit nur noch? Regina hat gestern Konstanze rausgeschmissen. Tja. Sie glaubt tatsächlich, dass wir Bruno etwas antun wollen. Echt? Oh, das tut mir leid. Entschuldigung. Sie ist völlig konfus. Ja, sie hat einen schweren Rückfall. Also ich finde, das merkt man gar nicht. Als sie im Daily's war, da hat sie... Ist gut,
fühl dich wie zu Hause. Ja, magst du einen Kaffee haben? Gerne, danke. Danke, Jasmin. Ja, das ist es ja eben. Man kann bei Regina nicht voraussehen, wann sie ihre Schübe bekommt. In der Zwischenzeit glaube ich auch, dass sie viel zu früh aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Ja, und was macht man jetzt? Frag mich was Leichteres. Vielleicht gibt es nur eine Lösung. Sie muss zurück in die Geschlossene. Ich meine, wer weiß, was sie mit Bruno sonst noch alles anstellt. So, mir reicht es jetzt. Ich trete die Türe an und hole meinen Sohn da raus. Ach, Schatz, bitte. Willst du, dass man dir auch noch das Umgangsrecht entzieht? Komm, wir kriegen Bruno zurück. Aber ohne Gewalt. Ich verspreche es dir. Mach's mir einen doppelten Espresso, Stefano. Hey, Frank. Bist du nicht arbeiten? Nee, ich bin als Kulturattaché des Marienhofs unterwegs. Kulturattaché? Hallo. Frank, ich habe dein Auto vor der Tür gesehen. Na, wie war's auf dem Amt? Hast du was erreichen können? Ja, natürlich. Ich habe dem Dr. Meyer vom Filmreferat, also dem habe ich's ordentlich gegeben. Ah. Ja, ja. Na klasse, dann wird vielleicht doch noch alles gut. Nur die Chancen sind jedenfalls enorm gestiegen. Man muss denen da oben nur richtig Druck machen. Ne? Bleibst du noch auf dem Käffchen? Nein, ich habe noch Hausbesuche und Regina hat gerade angerufen. Bis später. Ciao. Ciao. Sag mal, Kulturattaché, irgendetwas stinkt dir doch gewaltig, ne? Feines Näschen wie immer, Stefano. Hm. Ich habe den Dr. Meyer gar nicht gesprochen. Ich habe überhaupt niemanden gesprochen. Angeblich waren die alle in einer Sitzung. Du hast ihn auf den Magen geschlagen. Ach. Das heißt bei Frauen ja meistens Männer. Naja, von seinem Bruder weiß ich jetzt wenigstens, warum Carlos nicht mit mir zusammen sein will. Wegen seiner Diabetes. Ach. Was heißt ach jetzt bei Männern? Normalerweise Frauen, aber in diesem speziellen Fall, wenn es weiter nichts ist. Aha. Nur, wir Typen sind ein bisschen speziell, was sowas angeht. Bis ich mit Trixi beispielsweise über mein Alkoholproblem sprechen konnte, waren wir schon zusammen. Also besser gesagt, waren wir gerade eben zusammengekommen. Ja, wie soll ich ihm denn klar machen, dass er mir vertrauen kann, wenn er noch nicht mal richtig mit mir redet? Hm. Da musst du auf ihn zugehen. Ja, story of my life. Stehst du auf ihn oder stehst du nicht auf ihn? Ich gehe auch raus, okay? Das brauchst du nicht, ich kriege eh keinen Ton raus. Tschüss. Nee, nur mach schon. Mailbox. Hat es vielleicht klingeln gehört? Er hat sein Handy im Café immer dabei. Und wenn er gerade Gäste bedient? Also wenn er in 3 Sekunden nicht zurückruft, dann, weil er einfach keine Lust hat. Siehst du? Du hast wohl einiges zu verschenken. Oh Gott, das gibt's ja wohl nicht. Was wohl abgelenkt, huh? Von wem wohl? Jemand, den ich aus meiner Kurzwahlliste gestrichen habe. Kannst du das vielleicht endlich mal auf deine Festplatte brennen? Du, die ist schon voll. Mit Yasemin. Yasemin. Da muss ich deutlicher werden. Themenwechsel, okay? Erst wenn du mir sagst, warum du da nicht rangegangen bist. Das macht man doch so. Wenn ich's dir sage, dann rufst du doch sowieso gleich wieder Jessie an, um sie zu briefen, oder? Nein, Ehrenwort. Ein Schneiderzahn ruft dich an und du gehst nicht ran. Checkst du nicht, dass ich einfach nur Schiss hab? Ja, aber wovor denn? Jessie ist doch nicht so eine Frau, die gleich ein Haus und ein Kind von dir will. Ey, die will ihren Spaß. Also gib dem Affen Zucker. Sehr lustig. Ja, du weißt doch, was ich meine. Ey, pass auf meine Pumpe. Ich glaube langsam wirklich, dir ist nicht mehr zu helfen. Hallo. Grüß dich. Danke, dass du Zeit hattest. Ist Paletti bei dir? Ach, der übliche Stress. Wenig unterhaltsam. Aber du siehst gut aus. Danke. Möchtest du ein Glas Wasser? Gern. Hey, du arbeitest wieder. Ja.
fühle mich so gut wie lange nicht mehr. Direkt befreit. Befreit? Dann war das also vorhin am Telefon kein Witz. Du hast sie rausgeschmissen. Genau. Weil sie dafür verantwortlich ist, dass ich in der Psychiatrie gelandet bin. Das kannst du doch so nicht sagen. Wart's ab, ich werde es beweisen. Weiß sie, wie du denkst? Ja, und sie hat dazu nur gemeint, auf einen Fehler von ihr könne ich lange warten. Und? Ja, besser konnte sie sich doch gar nicht outen. Ich bitte dich, das beweist doch noch gar nichts. Wieso? Du hast ihr in letzter Zeit eine ganze Menge unterstellt. Da ist es doch nur verständlich, wenn sie ironisch reagiert. Ironisch? Konstanze ist rhetorisch so geschickt, dass man alles immer zu ihren Gunsten auslegen kann. Aber sie ist intrigant und bösartig. Und warum ist sie denn so lange bedingungslos zur Hand gegangen? Das macht man doch nicht aus Hass. Da ging es ihr nur darum, mit Süle und Bruno zusammen zu sein. Jetzt überleg mal, was du da sagst. Nein, überleg du mal. Sie hat mich beim Schulpsychologen als geisteskrank hingestellt. Aber sie hat doch nicht dich bloßgestellt. Sie hat sich doch nur ganz allgemein erkundigt, vor lauter Sorge. Aus Sorge? Und was ist mit den vergifteten Pralinen in der Psychiatrie? Und dass ich Bruno kaum noch zu Gesicht bekommen habe, war das auch nur aus Sorge? Konstanze war sehr verzweifelt, als du in der Klinik warst. Ja, alles mache, alles nur Theater. Jetzt, Regina, schalt mal einen Gang runter. Konstanze hat allen eingeredet, dass ich psychisch krank bin. Und am Ende habe ich es selber noch geglaubt. Und dazu hast du deinen Teil auch beigetragen. Sollen wir mal gemeinsam mit Professor Fehring über deine ambulante Therapie sprechen? Nein, verdammt noch mal. Ich bin gesund. Wann begreifst du das endlich? Du gib der Kleinen einen Kuss von mir, ja? Mach ich. Tschüss. Ciao. Hallo. Was darf sein? Ein Cappuccino, bitte. Und für dich? Wozu lädst du mich denn ein? Ich muss arbeiten. Dann gebe ich dir am besten noch Zeit bis heute Abend. Genauer gesagt, bis zum Dailies. Du hast doch heute Zeit, wo Carolina bei ihrer Mom ist. Ja, das schon, aber... Fein, dann rufe ich dich an. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Was ist denn mit dir? Ach. Regina muss wieder in Therapie. Oh nein. Wie soll das bloß enden? Ich weiß es nicht. Und versagt habe ich auch, weil ich der Meinung war, sie ist wieder gesund. Da steckt man doch nicht drin. Das müsste ich aber, als Ärztin. Außerdem bin ich ihre beste Freundin. Lisa. Jeder kann sich mal irren. Das tut gut. Zum Glück war dein Tag besser. Erzähl mal. Naja, ich war mit Charlie auf Montage in der Südstadt. Frank, jetzt spann mich nicht auf die Folter. Was hat denn dieser Mensch vom Kulturreferat gesagt, dieser Doktor? Meier. Meier. Du musst nicht aus Höflichkeit fragen. Ruh dich erst mal aus. Ich bin ausgeruht. Also? Also, um die Wahrheit zu sagen, ich bin heute Morgen nicht mal an der Sekretärin vorbeigekommen. Niemand war bereit, sich mit mir über unser Kino zu unterhalten. Oh. Ja, hallo, hier ist Silo Özgentürk. Guten Tag, Frau Irrgang. Es geht um meinen Sohn Bruno Zekowski. Ich möchte gerne das alleinige Sorgerecht beantragen, weil seine Mutter wieder krank ist. Können Sie mich bitte zurückrufen? Es ist wirklich dringend. Regina, halt. Ich will dir wirklich nichts Böses. Was soll das? Du solltest deine Therapie fortsetzen. Mir geht es hervorragend. Regina, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Glaubst du, ich dir und Konstanze sowieso nicht? Wir machen uns tierische Sorgen um dich.
Ach, so nennt ihr das jetzt? Ich habe eine Riesenangst, wenn du mit Bruno alleine bist. Das läuft ganz prima mit uns beiden, nicht wahr, mein Großer? Dann ist ja gut. Dann können wir vielleicht vernünftig miteinander reden. Ja, von mir aus gerne. Wir sitzen ja auch in einem Boot. Gut. Bruno, er braucht uns beide als Eltern. Mehr denn je. Was willst du damit sagen? Du bist auch in Konstanzes Falle gegangen. So was redest du da? Wir sind ihre Opfer. Sie spielt mit uns und du merkst es nicht mal. Aber kein Wunder. Ich war ja auch lange genug ihre Marionette. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Du bist paranoid. Dein Problem, wenn du es nicht kapieren willst. Warum interessiert sich niemand für den Erhalt des Marienhof-Kinos? Weil alle DVD-Player haben. Wir übrigens auch. Aber richtiges Kino ist doch was ganz anderes. Es riecht nach Staub und Popcorn. Langsam geht das Licht aus. Humphrey Bogart sagt, spät's noch mal, Sam. Da kribbelt's einen doch kalt und heiß den Rücken rauf und runter. Und Liebespaare küssen sich im Dunkeln. Meinst du, das liegt nicht mehr im Trend? Frag meine Single-Kinder. Steve, bitte nicht so laut! Wir brauchen das Kino vor allem, damit Steve endlich wieder eine neue Freundin kennenlernt. Nur zur Erinnerung, das Kino ist keine Partneragentur. Es ist ein Kulturgut. Und wie die meisten Kulturgüter stirbt es langsam aus. Tja, und eins ist mir jetzt klar, ich kann nichts dagegen machen. Ach, mein tüpper Mann. Mhm. Ja. Für dein Herz ist es sowieso viel besser, wenn du dich nicht so oft aufregen musst. Das war's dann wohl mit der Frank-Töppers-Bürgerbewegung. Ja, super siehst du aus. Vielleicht ein bisschen lässiger. Hey, was soll das für ein Striptease oder was? Und was fehlt da? Nimm den hier, dass ich komme. Ich bin doch nicht John Wayne. Was hast du denn gegen den? Der ist doch Weltklasse. Der war über 70, Mann. Ich habe doch nicht die ganze Zeit. Jetzt probier ihn an. Vertraue deinem kleinen Bruder, hm? Gut. Dass Jesse denkt, dass ich mit ihr in Westhand spielen will. Das mach dich mal locker. Das ist ein stinknormales Date. Ist es nicht. Sag mal, sieht man die Pumpe so? Quatsch. Also kenne ich dich. Männlich, lässig, ein echter Kassierer. Gib Gas, Digga. Hi. Hi. Oh, cooler Gürtel. Hast du den Gary Cooper geklaut? Gefällt er dir nicht? Doch, doch, du kannst das tragen. Also nicht jeder, aber bei dir hat das Stil. Ja, so bin ich nun mal. Warum ist Regina nur so geworden? Weißt du, früher, da war ich immer eifersüchtig auf sie. Auf meine große, erfolgreiche Schwester. Und jetzt hat sich das irgendwie umgedreht. Wie, du meinst, das ist alles nur, weil sie nicht ertragen kann, dass wir zusammen sind? Ja, überleg doch mal. Matthias war der letzte Mann, den sie hatte. Sie war einfach zu lange allein. Ja, aber sie hatte doch Bruno. Ja, anscheinend reicht ihr das nicht. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, sie gönnt uns unser Glück nicht. Und deswegen muss sie es zerstören. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Weißt du, wahrscheinlich war sie schon immer so. Deswegen ist sie auch Künstlerin geworden. Eben ein bisschen verrückt. Ach, ich glaube nicht, dass Regina einen schlechten Charakter hat. Sie ist im Augenblick einfach nicht sie selbst. Verdammtes Teil, warum kann es nicht früher anzeigen, wenn jemand auf die Mailbox quatscht? Wieso, ist was Wichtiges? Na, Frau Irrgang. Herr Özgentürk, Irrgang hier. Ihre Chancen, das alleinige Sorgerecht für Ihren Sohn zu bekommen, stehen weiter schlecht. Das Verfahren mit der Vaterschaftsanfechtung von Herrn Matthias Kruse zieht sich noch hin. Rufen Sie mich am besten zurück. Einen schönen Abend. Das gibt es doch nicht, oder? Willst du mich mästen? Da siehst du, wohin das führt, wenn ich wieder Zeit zum Kochen habe. Jeden Tag paar eher, das wäre mein persönlicher Traum. Wie konnte ich nur den Fehler machen, demonstrieren zu gehen, anstatt dich zu verwöhnen? Genau. Öffnen wir nachher das Familienheimkino? Oh ja. Na, obwohl, ob wir Steve mit Humphrey Bogart aufheitern können? Casablanca, da müssen wir das Ende umschreiben lassen. Hallo. Hallo.
Hi, wieso seid ihr denn hier? Ist das jetzt nicht mehr unsere Wohnung? Ja doch, aber hast du denn nicht gehört, dass deine Initiative erfolgreich war? Hörst du jetzt auf, meinen armen Frank zu veräppeln? Der hat heute schon genug abgekriegt, der Arme. Du riskierst gerade eine super leckere Paella. Mhm. Ich hab's auch erst für ein Gerücht gehalten, aber in der Zeitung von morgen steht's schwarz auf weiß. Das Kulturreferat will wegen unserer Demo besprechen, ob das Kino nicht doch gefördert werden soll. Ja? So, glaubt ich schleppe also diese 10 Pizzen die ganze Treppe hinauf und an der Tür erklärt mir der Typ, dass er nur die Kartons braucht. Und die Pizzen? Na, um die ging's halt gar nicht. Das habe ich dann auch verstanden, als er mich reingelassen hat. Ah, er wollte was von dir. Ach, Quatsch, doch nicht von mir in meinem Känguru-Kostüm. Nein. Sondern? Der Typ war Stehlampen-Modellbauer und er brauchte die Kartons für seine Stehlampen-Modell. Also, war das jetzt deine Hand oder eine Olive? Ich bin bekannt für meine unglaublich weichen Hände. Wow. Möchtest du noch eine Olive? Sorry, könnt ihr mir kurz helfen? Hier ist die Hölle los und Nico steht im Stau. Ich bin aber nur in der Tresen zurückgekommen. Super, da liegen Bons. Kannst du die vielleicht mixen? Gerne. Danke. Super, ich war kurz davor. Es ist ein absoluter Notfall. Ja, bei mir etwa nicht, oder was? Bitte hol meine Kiste Wein aus dem Keller. Ich muss bedienen. Danach kannst du auch wieder zu deiner Prinzessin. Ja, bitte. Vergesslichkeit? Zu wenig Sauerstoff im Gehirn? Gingium, die Naturarznei, hochdosiert nur einmal täglich. Gingium von Hexal, Arzneimittel Ihres Vertrauens. Hexal. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.